Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Kapitel 3, Droidenfabrik. Obi-Wan Kenobi hat die Spur des Kopfgeldjägers Jango Fett nach Geonosis zurückverfolgt. Dieser felsige, für seine Droidenfabriken bekannte Planet ist das Hauptquartier der Separatisten. Während Anakin Skywalker Senatorin Amidala bewacht, landet Obi-Wan mit seinem Jedi-Raumjäger auf Geonosis. Glaubt jetzt nicht, dass ich dieses Ding dann gerade eingespielt habe. Das ist nämlich automatisch im Spiel schon drin gewesen. Guck einmal hier hinten. Hier verbirgt sich mir ein Minikit. Und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir alle Lampen hier aktivieren. Ich weiß nicht, ob wir das müssten für Minikit. Bin mir gerade unsicher. Ich mach's einfach mal. Außerdem gibt's ein paar Münzen dafür. Und da sehen wir schon. Das Minikit sehe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, da ist einer mit einem Blaster hier. Ist es aber gar nicht. Das ist ein Minikit. Da ist auch gemein versteckt gewesen. Das, glaube ich, kannte ich auch noch nicht. Ich habe es also auch noch nicht geschafft, hier 100% zu machen. So, bei diesen Geonosianern. Auf ihrem Planet, den man unterschiedlich aussprechen kann. Geonosis oder Geonosis. Die haben entweder einen roten Laser oder so eine grüne Plasma-Granate-Kanone. Ich habe alles ausgelöst. Gibt kein Minikit dafür. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja jetzt ein Minikit gefunden. Was ich da gar nicht vermutet hatte. Ich habe gedacht, da versteckt sich auch einer von den fliegenden Dinosauriern. Aber was für ein Minikit war, wusste ich auch gar nicht. So, wir können hier rauf. Jetzt können Anakin wieder hier durchklettern. Jetzt sind wir ja groß geworden. Also können wir natürlich nicht mehr durchklettern. So, müssen wir auf dem Laufband mal weiter. Einige fallen sofort runter, einige bleiben stabil. Und das sollte man nicht machen, dagegen springen. Das ist nämlich heiß und da werden wir zermatscht. Wir können natürlich hochspringen, jetzt ein bisschen schneller. Können wir auch hoch. Aber es ist nur ein blauer Stein. Den wir für den wahren Jedi natürlich brauchen. Und hier sehen wir wieder ein paar Kampfdroiden, die sehen zwar etwas anders aus, haben dieselben Eigenschaften aber. Dass ich blaue Münze wollte, ist auch eine Eigenschaft von mir. Das Einzige, was die sind, eine andere Farbe. Sonst sind sie auch mit einem Schlag kaputt. Und so hat eben jeder Planet eine eigene Farbe für die Kampfdroiden. Sagen wir es mal so. Oh. Ich weiß gar nicht, ja, da kann ich durchschießen. Was ich auch machen könnte, mit R2 jetzt die Laufbänder hier deaktivieren. Dafür ist die Konsole gedacht. Habe ich aber gerade kein R2. Jetzt wieder durch. Wenn möglich gucken, ob ich irgendwie gleich hier ein Herz finde. Und hier haben wir jetzt R2, aber hier kommen keine Laufbänder mehr. Oder Förderbänder sind es ja. Ich kann hier durchlaufen, ich weiß nicht, wozu das gedacht ist. Wir können jetzt hier die Ventilatoren aktivieren. Und kriegen ein paar blaue Münzen. Hier hoch. Und können wir es nochmal hier machen, dann müssen wir auch gleich hier weiterkommen. Damit auch R2 hier hoch kann. Aber ich sehe hier vorne, oder ich weiß hier vorne, ist auch noch was. Können wir einmal hier rübersetzen.
R2, du musst hierher kommen. Hier musst du gar nicht. Jetzt können wir es drehen. Ich nehme mal Padme. Oh. Wusste gar nicht, dass wir uns automatisch zurückdrehen. So, Padme. Einmal hochziehen. Kaputt schießen. Nur Sturmtruppen haben Zutritt in diesem Bereich. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, da kommt man auch so rein. Wenn eben nicht. So, kann ich so rüber. Machen wir schnell einen kurzen Cut. So, weiter geht's. Zum Cut werdet ihr wahrscheinlich gar nichts mitbekommen haben, so wirklich. Können wir uns hier hochziehen, müssen kaputt schießen. Oder was heißt kaputt schießen? Im freien Spiel kannst du mit einem freigeschalteten Charakter ein abgeschlossenes Level erneut spielen. Vielen Dank für den Tipp. Warum nur jetzt kommt, keine Ahnung. Wir können das hier nämlich abschießen jetzt. Und dann bekommt dieses Ding hier hoch. Jetzt können wir nämlich hier durch. Kommen hier drüben hier raus. Ziehen uns hier hoch. Und schießen hier das auch ab. Und damit setzen wir das Ding hier in Bewegung. Wo am Ende kann jetzt da drin geblieben ist, keine Ahnung, ist auch nicht schlimm. Da oben sehen wir Minikit, da kommen wir gerade ja nicht hin. Zumindest nicht von hier. Jar Jar könnte vielleicht hochspringen. Das kriegen wir aber nicht hin. So, das Ding kommt wieder zurück. Können wir uns hier wieder reinsetzen. Und fahren nochmal wieder mit. Kommen wir rüber. Könntest du hier hinspringen? Müssen wir aber nicht. Und schön, dass wir schon ein bisschen absacken. Ohne dass die Klappe aufgegangen ist. Gut, zerstören wir hier. Dann kriegen wir hier wieder so eine Scheibe, die wir ransetzen müssen. Und dann bitte ich Padme einmal darauf zu schießen. Oh, da wird schon nach oben geschossen. Dann gehen diese Dinger hoch und runter. Na, kommt her. Die zwei hätte ich. Ich glaube, da müsste... Also Padme können auf jeden Fall hier hoch. Wir bauen aber R2. Den kriegen wir auch so eigentlich. Sehe ich gerade. Also kurz machen den Druidiker hier. Genau. R2 kommt nämlich hier hoch. Den können wir hier benutzen, um die Tür aufzumachen. Und dann fällt mir gerade ein. Hier oben war ja noch Minikit. Dann haben wir das dritte Minikit hier gesammelt. Gehen wir einmal durch. Und jetzt weiß ich, dass wir einfach hier rüberspringen müssen. Denn hier ist das nächste Minikit. Und ich möchte gerne den blauen Stein da vorne noch haben. Genau den hier. Die anderen Münzen sind egal. Wir kriegen ja gleich noch ein paar. Da ist R2 gerade abgestürzt. Das hat man gehört. So, dann können wir hier weitergehen. Ich sehe jetzt das erste Mal wirklich, was hier so alles abgeht. Die ganze Fabrik da hinten. So, dann wieder rüber. Anne kann rüberspringen, Padme muss sich rüberziehen und R2 kann rüberfliegen. Dann ist da wieder eine Konsole für R2. Und wir sind fast der wahre Jedi. Können die Tür aufmachen. Dann gehen wir hier raus und landen hier. Da weiß ich, wir müssen jetzt hier rüberspringen. Können das hier drehen, das Ding. Damit sich 3PO hier rüberkommt. Wenn er hier ist, drehen wir das Ding weiter. Seine wahre Jedi. Jetzt müssen wir das Ding hier drüben drehen, damit sie 3PO nämlich hier rüber kann. Und drehen das wieder. Also sie wollen ja schon, dass meine wahre Jedi wird. So viele blaue Münzen, wie sie hier verstecken. Und jetzt ist die 3PO hier drüben. Und kann diese Tür hier aufmachen. Wir möchten ganz schnell einmal mit Padme zurücklaufen. Und wir noch die zwei blauen Münzen hier suchen. Und das Minikit da oben sammeln. 5 von 10, die Hälfte haben wir schon geschafft. Rüberspringen. Und durch die Tür gehen. Jetzt sind wir nämlich draußen. Jetzt haben wir da oben wieder ein paar Geonosianer. Die kann man auch so zerstören mit der Macht. Und ich weiß auch, wo der rote Stein ist. Und den sollten wir eigentlich jetzt auch bekommen können. Ich trigger die mal ein bisschen. Also gerade bei denen weiß ich nicht so genau, wann die immer schießen. Normalerweise kann man die auch abwehren. Bin immer ein bisschen zu früh. Oh, ich glaube, der ist gerade von selber gestorben. So, hier müssen wir nämlich durch. Oben versteckt sich noch ein Minikit, das kriege ich aber gerade natürlich nicht. Oder? Kann ich durch hinsetzen?
Aber da kommen wir natürlich nicht rein. Nee, da kommt nur Jaja rein. Hier können wir aber durchgehen. Und hier muss ich nämlich R2 nehmen. Und der muss jetzt diese Lasertore wieder verschieben. Also die ganzen Münzen sammeln. Am hier im Kreis, ist nicht schlimm. Ich weiß nämlich nicht, da ist der rote Stein. Ich weiß nicht, ob die Tore nachher ein, zwei Wege versperren, dass man die Münzen dann nicht mehr bekommt. Das könnte sein. Dann indem ich diese Säule hier betätige, verschieben sich jetzt die Tore. Da war die nächste Sohle. Konsole, nicht Sohle. Konsole ist es ja. Die ist nämlich hier irgendwo versteckt. Genau, auf der anderen Seite. Auch wieder aktivieren. Dann müssen wir da drüben einmal hin. Genau, hier drüben. Und in dem Moment, wo ich die hier aktiviere, ist der letzte Raum auf. Ne, ist er noch gar nicht. So, man muss erst die letzte Konsole nochmal aktivieren. Und dann wird der Raum aufgemacht mit dem roten Stein hier drin. Da fällt mir gerade ein, wir müssen eigentlich den Effekt hier aktivieren, den wir ja gekauft haben. Da ist der rote Stein und ich mache das mal schnell. Bei den Extras haben wir mittlerweile ja hier den Superschlag gekauft. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Wir werden mal gucken, was es bringt. Guck mal, die Münzen kriegen wir nicht. Da wären wir, glaube ich, auch nie rangekommen. Da kommen wir nur mit dem Power-Up rein. Es kann sein, vielleicht, dass ich die mit einem Schlag kaputt mache, wo sie normalerweise zwei für bräuchten. Ich weiß nicht genau, wozu der Superschlag da ist. So, hier könnte ich mit R2 auch rüberfahren. Lohnt sich aber nicht. Weil ich ja schon der wahre Jedi bin. So, wir jetzt Anakin wechseln. Da ist ein Noridika, da ist auch für R2 eine Konsole. Wir müssen das Ding jetzt hochziehen. Da muss ich zu R2 wechseln. Also das Spiel ist eigentlich auch offensichtlich, wie man es mir machen muss. Dann kann ich die nämlich aktivieren. Und dann fährt hier mit einer Brücke aus, wo die anderen rüberlaufen können. Wechsel zu Anakin. Weil der am effektivsten ist gegen die Droidikas hier. Und mit R2 kann man die auch deaktivieren. Dasselbe wie mit einem Droiden, geht mit einem Droidika auch. Der verliert noch sein Schild. So, dann sehe ich hier, C3PO müsste auch hier hin. Und wir mussten auf jeden Fall die Brücke ausfahren. Hätten ja nicht rüberspringen können. Das hätte nicht funktioniert. Hier ist ein Minikit versteckt. 6 von 10. Ein, zwei haben wir noch nicht bekommen, aber die hat man ja schon gesehen. Dann können wir jetzt hier rein. Und sind wieder in der Fabrik drin. Hier können wir mit R2 wieder diese Konsolen aktivieren. Hier drüben auch einmal. Jetzt kommt irgendwas rausgefahren. Das ist so eine Art Trampolin. Wo ich mich hier raufstellen könnte. Ich glaube, es geht mit Padme eigentlich. Genau, Anakin löst das nämlich aus. Und mit Jar Jar Binks könnte ich mir das Minikit oben holen. Aber wir haben leider keinen Charakter, der so hochspringen kann. Deswegen müssen wir es so machen. Das Ding können wir hier hinstellen. Das müssen wir zerstören, damit das Tor aufgeht. Gibt es ein Power-Up. Und dann gibt es hier noch ein paar Gegner. Wieder so ein Commander. Aber der bringt hier gar nichts. Also manchmal rufen die Verstärkung, diese Orangenen. Manchmal auch nicht. Oh, da kommen noch Geonosianer. Machen wir einfach so. Das ist gemein, da schießen sehr viele auf mich. Ja, vielleicht habe ich den jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht mit dem Superschlag gemacht. Keine Ahnung, wozu der da ist. So, da hängt Obi-Wan. Dann können wir ihn ja auch mal befreien, wenn ich die blauen Münzen nicht habe. Befreie ich ihn mal. Aber die Dinger kaputt machen. Und dann sollte es auch hiermit gewesen sein, mit diesem Level. Wir haben das Level abgeschlossen und das freie Spiel freigeschaltet. Und wir haben den Charaktersteine freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Vielleicht, wenn ich die kaputt mache, dass sie ein paar Steine fallen lassen.
Wir haben Anakin Skywalker als Padawan freigeschaltet. Und wir haben Padme auf Geonosis freigeschaltet. Und wir haben C-3PO freigeschaltet das erste Mal. Wir sind zu 100% ein wahrer Jedi, das hatten wir ja schon gesehen. Und wir haben auch ganz viele Steinchen hier gesammelt. Damit können wir ganz viele Sachen kaufen. Wird auch teuer, glaube ich, das Ganze kaufen zum Schluss. Wir haben 277.140 Steinchen. Meine Minikits haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. Level abgeschlossen. Und der wahre Jedi ergibt jeweils ein goldenes Steinchen. Und dann können wir auch die Story fortsetzen.